من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسول الله صلوات. Heute, wie ihr wisst, ist unser Thema die Auferstehung. Dafür haben wir uns gedacht, dass wir erst einmal die neunte Wahrheit des zehnten Wortes als Einleitung lesen. Neunte Wahrheit. Das Tor zu Leben und Tod ist eine Manifestation seiner Namen, der Lebendige und der Unwandelbare, Lebensspender und Todbringender. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass ein Allmächtiger, Allbarmherziger, Allwissender und Allweiser, der die tote, dürre, weite Erde wiedererweckt und wiederbelebt, der seine Macht dadurch erweist, dass er unter dieser seiner Belebung mehr als 300.000 Schöpfungsarten wieder hervorruft und verbreitet, deren jede einzelne hervorzubringen so wunderbar ist, wie einen Menschen aufzuerwecken, und der sein allumfassendes Wissen dadurch erweist, dass er diesen Unterschieden letzte Feinheit und Vorzüge zumisst, während er sie hervorruft und verbreitet, obwohl sie doch so sehr untereinander vermischt sind, und der die Blicke aller seiner Diener und Anbeter auf die ewige Glückseligkeit hinlenkt, indem er den Menschen mit all seinen himmlischen Erlassen die Auferstehung verspricht, und der seine gewaltige Herrschaft dadurch erweist, dass er alle seine Geschöpfe dazu veranlasst, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter und Hand in Hand miteinander zusammenzuwirken, sich im Kreise seines Willens und Befehls zu bewegen, einander Hilfe zu leisten und sich ihm zu unterwerfen, und der dadurch erweist, welchen Wert er dem Menschen beimisst, dass er den Menschen als die vielseitigste, zarteste, empfindsamste, anspruchsvollste und sonnenhungrigste Pflanze am Baume der Schöpfung geschaffen, ihn als seinen Partner im Dialog angenommen und ihm alles unterworfen hat, die Auferstehung nicht zustande bringen sollte, den jüngsten Tag nicht heraufführen sollte oder könnte, die Menschheit nicht auferwecken sollte oder könnte, einen höchsten Gerichtshof nicht abhalten könnte, Himmel und Hölle nicht schaffen könnte, nein, das alles ist durchaus unmöglich. Worauf wir heute besonders eingehen wollen werden, ist der Abschnitt, dass er unter dieser seiner Belebung mehr als 300.000 Schöpfungsarten wieder hervorruft und verbreitet, deren jede einzelne hervorzubringen so wunderbar ist, wie einen Menschen aufzuerwecken. Aus dieser Aussage geht hervor, dass wir auch bereits auf dieser Erde, in der wir leben, Beweise für die Existenz eines Jenseits haben, die wir mit bloßem Auge wahrnehmen können. Denn die Menschen heutzutage wollen nicht mehr nur glauben. Das heißt, sie wollen sowohl das Herz bestätigt, dass es ein Jenseits gibt, als auch, dass die Logik dort hinter mitsteigen kann. Das heißt, dass man auch mit einer gewissen Logik den Vorgang nachvollziehen kann. Als Beispiel dafür wird uns heute das Kind im Mutterleib dienen. Und zwar wollen wir uns mal in die Situation dieses Babys hineinversetzen. Das heißt, wir denken uns mal im Mutterleib, wir haben nur einen Kopf und einen Körper, der bis jetzt noch keine Körperteile hat. Das heißt, der Körper ist noch nicht geformt. Allerdings besitzen wir ein Bewusstsein. Und plötzlich merken wir im Mutterleib, plötzlich formt sich etwas an unserem Körper. Wir tasten uns herab, fühlen Arme, fühlen die Hände, wir tasten unsere Beine ab, wir tasten unser Gesicht ab und wir spüren Nasen, Ohren und Augen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt wollen wir natürlich wissen, was das ist, was wir alles abtasten. Wir machen die Augen auf und sehen völlige Dunkelheit. Das heißt, wir können gar nichts sehen, wir können keine Form erkennen, wir können keine Farben erkennen, gar nichts. Wir versuchen mit den Händen das Gebiet abzutasten, in dem wir leben. Doch was passiert? Unsere Hände berühren ständig nur den Körper der Mutter. Die Hände erfüllen einfach keine andere weitere Funktion. Wir tasten uns an den Beinen heran und merken, auch die strampeln nur im Leeren rum. Jetzt kommt uns natürlich der Gedanke, all diese Körperteile, die mir gegeben wurden, sie erfüllen weder eine Funktion, noch sind sie zu meinem Vorteil. Ganz im Gegenteil, sie schaden mir sogar. Zum Beispiel die Arme, sie besitzen keine Funktion, aber der Raum, in dem ich lebe, ist sowieso schon eng genug. Dann habe ich auch noch die Arme, die meinen Raum noch weiter verengen, was zu meinem Nachteil führt. Selbst die Beine, die dort keine Funktion haben, spielen gegen mich. Das heißt, sie verengen auch meinen Raum. Und vorher wusste ich zum Beispiel nicht, in welch einer Art und Weise ich lebe. Allerdings mache ich jetzt die Augen auf und sehe komplett Dunkelheit und habe plötzlich Angst, weil es dunkel ist. Ich weiß nicht, was links und rechts von mir abgeht. Ich weiß nicht, was vor mir ist. Ich weiß auch nicht, was hinter mir ist. Würde jetzt allerdings jemand zu dem Kind kommen und sagen,
Du, die Körperteile, die du hier hast, sind nicht für hier. Merkst du das denn nicht? Sie dienen dir als Vorbereitung in die nächste Instanz deines Lebens. Jetzt denken wir uns natürlich im Mutterleib, ich habe von dieser Welt, von der dieser Mensch spricht, noch nie etwas gehört, noch nie etwas gefühlt, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Und schon leugnen wir diese Erde. Allerdings kommen wir mit der Zeit nun auf die Welt, wir wachsen heran. Langsam, langsam merken wir als kleines Kind bereits im Kindesalter, 4, 5 Jahre, diese Hände, die ich im Mutterleib noch nicht benutzen konnte und ihnen keine Funktion zugeschrieben habe, schaue ich plötzlich erst die Bücher, die ich hochheben muss, Seiten, die ich umblättern muss, Gläser, die ich halten muss. Wir schauen uns unsere Beine an, schauen uns auch um, merken, alle Menschen laufen. Sie werden nicht mehr auf den Schößen herumgetragen. Sie müssen laufen, sie müssen rennen, sie müssen auch das Gleichgewicht halten. Jetzt wachsen wir weiter heran in das Jugendalter und plötzlich, spätestens in der Pubertät, erwachen einige Gefühle und Empfindungen in unserem Körper. Das heißt, man ist jung, plötzlich bekommt man das Gefühl zu lieben. Man möchte ewig lieben, man lernt seine ganzen Verwandten kennen und baut eine gewisse Beziehung zu ihnen auf, eine sehr enge Beziehung. Diese Beziehung will man nun als Mensch nicht aufgeben wollen. Man will immer zusammen sein, man will auch nie trauern müssen wegen irgendeiner Krankheit. Das heißt, man möchte ständig zusammen sein, immer glücklich sein, man möchte auch ewig leben. Dass keiner von ihnen, dass sowohl nicht ich selber, sondern auch meine Verwandten nicht sterben. Und plötzlich schaut man sich um, allerdings passiert überall das Gegenteil. Genau wie der Raum des Babys im Mutterleib verengt wird durch die Körperteile, die es nicht benutzen kann, wird das Leben des erwachsenen Menschen beeinträchtigt durch diese Gefühle. Man möchte nicht sterben, allerdings schaut man sich um, alles stirbt und man empfindet gewisse Angst vor dem Tod. Man möchte ewig glücklich sein, aber man schaut andere Menschen leiden und man fühlt sich mit diesen Menschen verbunden, deswegen leidet man mit ihnen mit. Würde jetzt wieder jemand zu uns kommen und uns sagen, du, diese Gefühle und Empfindungen, die du hast, die sind nicht für diese Welt. Merkst du das denn nicht? Hier gibt es einfach nichts, mit dem du diese Gefühle stillen kannst. Sie sind für ein anderes Leben, in das du bald eintreten wirst, damit du dich hier mit ihnen schon mal anvertraut machen kannst. Aber jetzt, so naiv wie wir sind, werden wir natürlich sagen, ich habe noch nie was von dem Jenseits gehört, von dem du sprichst. Oder noch nie etwas gesehen, noch gefühlt. So etwas gibt es nicht. Und schon leugnen wir auch das nächste Leben. Das Problem hierbei jedoch ist, wenn man diese Gefühle und Empfindungen bloß auf zwei, drei Menschen beschränkt wäre, zum Beispiel, wie viele Menschen sind wir hier? Wir sind hier keine 10 Menschen. Wenn wir sagen würden, es sind nur wir 10, die diese Gefühle und Empfindungen haben, dann könnte man auf die Idee kommen und sagen, nein, nein, dieses Gefühl, das wir haben, ist einfach nur eine Fehlfunktion unseres Gehirns, dass sich das Gehirn einfach Ewigkeit nur vorstellen kann. Allerdings ist es so, dass die ganze Menschheit dieses Empfinden hat. Die ganze Menschheit möchte nie sterben. Die ganze Menschheit möchte nie krank werden. Die ganze Menschheit möchte sich nie trennen. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn alle diese Menschen das gleiche Gefühl und die gleiche Empfindung haben, dann muss es doch irgendeine Quelle sein, aus denen die sich ernähren. Es stellt sich natürlich die Frage, mit der man sehr oft konfrontiert wird, wieso sollte die Quelle dieser Gefühle denn nicht in dieser Welt sein, sondern erst im Jenseits? Gut, die Frage ist eigentlich recht einfach zu klären. Dafür teilen wir die Welt erstmal in drei Lager auf. Das ist einmal die Pflanzenwelt, einmal die Tierwelt und einmal die Welt der Menschen. Wir schauen uns mal um, wir haben hier doch auch Bäume hier vorm Fenster. Wir schauen uns die Bäume im Sommer an, sie sind voller Blüten, voller Farben, voller Blätter und im Frühling genauso. Das heißt, da könnte sich der Mensch natürlich denken, diese Bäume leben seit zwei Jahreszeiten in voller Pracht. Das heißt, ständig in schöner Art und Weise. Könnte man sich natürlich denken, die leben für immer. Allerdings merkt man dann, der Herbst kommt langsam, die Bäume lassen ihre Blätter fallen, sie werden langsam kahl und im Winter sind sie dann völlig blank. Das heißt, kein einziges Blatt hängt mehr an diesen Bäumen. Da könnte man natürlich auch wieder sagen, nein, dieses Phänomen ist nur auf eine Baumgruppe beschränkt. Das kann man aber natürlich nicht sagen. Egal, wo man sich das anschaut, auf der ganzen Welt, überall verwelken die Blumen und die Blätter der Bäume fallen im Winter und im Herbst. Das heißt, dass diese Regel in der ganzen Natur vorkommt. Damit können wir die Pflanzenwelt schon mal als Quelle diesen Ewigkeitsdrang ausschließen. Dann wollen wir weitergehen in die Tierwelt. Kann ja sein, dass dort die Quelle dieser Ewigkeit ist. Allerdings schauen wir uns an, selbst Tiere erleiden Krankheiten. Selbst Tiere sterben. Selbst das weibliche Tier, das ihre Kinder verliert, trauert höchstens 20 bis 30 Minuten nach ihnen und danach vergisst es dieses Kind einfach. Es lebt einfach weiter, als wäre es nie da gewesen.
Das heißt, dieses Ewigkeitsgefühl, dieses Gefühl, sich nie trennen zu wollen, kann auch nicht aus dem Tierreich kommen. Obwohl man sich ja ständig denkt, dass man mit dem Tierreich viel mehr zu tun hat als mit der Pflanzenwelt. Also können wir die Tierwelt auch schon mal als Quelle ausschließen. Die letzte Quelle, die einem bleibt, ist natürlich, dass man sagt, dieses Ewigkeitsgefühl wird von Mensch zu Mensch übertragen. Das ist allerdings genauso unmöglich. Dann schaut man sich das an, ist dieses Phänomen nicht auf einige Menschen beschränkt. Es ist auch nicht auf unsere Zeit beschränkt. Wir schauen uns um, selbst Menschen früher in Büchern, in Schriften, in Gedichten wird ständig von der Ewigkeit geredet, ständig von vollkommener Glückseligkeit, die die Menschen nie erreichen konnten. Das heißt, nicht einmal von Mensch zu Mensch wird dieses Gefühl übertragen. Das heißt, die Quelle befindet sich auch nicht in unseren Genen. Bleibt eine einzige absurde Möglichkeit, die wirklich mit keiner Logik verbunden werden kann. Und zwar denken wir uns mal zurück in den Mutterleib. Wir stellen uns mal vor, was mag meine Mutter so zu essen? Was mag meine Mutter zu essen? Sie mag Reis, Spinat, Orangen und Äpfel. Man könnte sich denken, als meine Mutter schwanger war, hat sie Orangen und Äpfel gegessen. Daher könnte dieses Gefühl der Ewigkeit kommen. Kann das irgendeiner von euch mit seiner Logik vereinbaren, dass er sagt, das ist möglich? Kann das irgendjemand? Nein. Dann können wir diese Welt schon mal als Quelle ausschließen. Aber natürlich könnte man auch sagen, es gibt gar keine Quelle. Dieses Gefühl, das wir haben, ist nur auf uns Menschen. Das heißt, wir erfinden dieses Gefühl einfach nur. Allerdings ist es jetzt so, nebenan ist doch die Küche. Wenn jetzt in der Küche Fisch gebraten wird und der Geruch hier reinkommt, würde dann einer von uns daran zweifeln, dass in der Küche Fisch gebraten wird? Wenn wir hier den Geruch vom Fisch kriegen, würde einer in die Küche gehen und plötzlich gucken, oh, hier wird gar kein Fisch gebraten, sondern Suppe gekocht. Das kann ja nicht sein. Wenn man einen Menschen vermisst, kann man diesen Menschen vermissen, ohne ihn jemals gesehen zu haben? Das heißt, ein Mensch, den ich noch nie gesehen habe, keine Beziehung zu diesem Menschen hatte, kommt mir plötzlich in den Sinn und ich denke mir, diese Person vermisse ich. Ich liebe sie. Aber ich habe sie noch nie gesehen. Dass ich sie vermisse, ist der größte Beweis dafür, dass es diesen Menschen überhaupt gibt, dass ich im vorigen Leben bereits eine engere Beziehung zu diesem Menschen hatte. Und genau wie der Geruch des Fisches in der Küche der größte Beweis für die Existenz des Fisches ist, und genau wie das Begehren einer Person der größte Beweis für die Existenz dieser Person ist, genauso ist das Empfinden und der Wunsch nach Ewigkeit im Menschen der größte Beweis dafür, dass es ein Jenseits gibt. Und da dieses Gefühl auf dieser Erde nicht gestillt wird, gibt es einen anderen Ort, an dem dieses Gefühl gestillt wird, und das ist das Jenseits. Wird letztendlich der euch solche Gnadengaben verliehen hat, danach euch ganz und gar selbst überlassen, damit ihr euch am Ende ins Grab hinablegen und nicht wieder auferstehen solltet. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة